Ich bin Engel Uriel und begrüße dich mit den Worten meiner Liebe, welche bedingungslos ist. O Marthasat. Mein lieber Lichtarbeiter, gerade jetzt lebst du in einer sehr aufwühlenden Zeit, obwohl es doch das goldene Zeitalter ist, scheint es manchmal gar nicht so golden zu sein. Viele Dinge geschehen und es werden die Zeichen der Zeit immer deutlicher zu spüren. Und ganz im Innersten deiner Seele weißt du, dass all dein Streben, all dein Leben nur darauf gerichtet ist, dass endlich die Dinge geschehen, welche die göttliche Ordnung wiederherstellen sollen. Und umso mehr du, mein lieber Lichtarbeiter, mit den Worten der Liebe denkst und die Worte der Liebe an deine Mitmenschen richtest, umso sanfter darf dies alles geschehen, was geschehen wird. Und deine Gefühle, wenn sie auch manchmal verrückt spielen, kleide sie in Liebe und Verstehen. Gefühle dürfen immer sein, auch wenn der Verstand manches nicht versteht. Und manchmal, mein lieber Lichtarbeiter, mein liebes Menschenkind, baust du dir deine eigene Welt, indem du eine Mauer um dich herum aufrichtest und dich hinter dieser Mauer versteckst. Aber durch dieses Verstecken bringst du dir eigentlich nur eine gedachte Sicherheit, denn in deinem Kern ruht dein göttliches Licht und dieses göttliche Licht möchte scheinen, möchte durch die Mauer scheinen. Und deswegen ist es so schön, wenn auch um dich herum die Mauern fallen, auch wenn ein Vulkan ausbricht, bringt er Veränderungen, bringt er vielleicht einige Mauern zum Fallen. Und so möchte Engel Uriel dich heute einfach darin unterstützen, dich mit den Veränderungen der Zeit anzufreunden, denn sie sind ein Teil von dir. Sie gehören jetzt genau in diese Zeit. Und Engel Uriel möchte dir auch sagen, lasse alles los, was dich ängstigt, denn die Angst ist eine Illusion. Engel Uriel möchte gerne das Vertrauen in dir neu stärken und die Liebe zu dir selbst und zu allem, was ist, neu stärken. Denn die Liebe hat die größte Kraft. In der Liebe ruht Heilung und Vertrauen. Und genau das ist es, was in diesem Moment die Menschen so sehr brauchen. Die Liebe wird dich stärken und aufbauen. Sie wird dich begleiten und den Aufstieg erleichtern, so leicht machen, wie es nur möglich ist. Und so kannst du
als einzelner Lichtarbeiter. Ein Stück zu dem Großen und Ganzen beitragen, indem du einfach in der Liebe bleibst. In der Liebe und in dem Vertrauen, dass alles, das was geschieht, das Beste ist und zum allerhöchsten Wohle aller dient. Engel Uriel sagt zu dir, überlege doch, was es bedeutet, wenn Jesus zu dir sagt, dass er wiederkommen wird. Überlege, was es bedeutet, dass die geistige Welt so einen riesigen Schritt unternimmt, um Lady Gaia wieder in die göttliche Ordnung zu bringen. Engel Uriel sagt zu dir, wie kannst du da in der Angst sein? Begebe dich in die Liebe und in das Vertrauen, denn die geistige Welt vertraut dir und liebt dich ohne Ende. Und so wird es geschehen. Alle Zeichen sind gesetzt, es fehlen nur noch kleine Details. Die letzte kleine Membran, welche sich relativ stark und fest erweist, auch diese Membran wird fallen. Und dann, was dann passiert, können wir mit Worten nicht beschreiben. Denn wenn die Tore von Lemurien, das letzte Tor, sich öffnet, wird eine geballte Energie der Wirklichkeit, eine geballte Liebesenergie die Erde überrollen. Und dafür bist du hier und dafür wird Jesus kommen. Und in diesem Kreise aller Lichtarbeiter, welche sich heute getroffen haben, welche diese Worte hören, bildet sich ein Liebeskreis, bildet sich eine Energie der Hoffnung, um dich in diesen Situationen sicher in die Veränderung des goldenen Zeitalters zu tragen. Und so möchte jetzt Engel Uriel dich stärken. Ich möchte einfach dir zeigen, wie einfach es ist, zu vertrauen. Und so bitte ich dich nun, atme das Licht der Liebe ein. Dehne dich aus wie eine goldene Sonne. Denn nun werde ich dir zeigen, was es bedeutet, von der geistigen Welt geliebt zu werden. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, zu vertrauen und dich selbst zu lieben. So empfange nun die Strahlen der Wirklichkeit. Empfange die Töne und die Farben der Wirklichkeit. Sie hüllen dich ein, machen dich stark. Ich beginne jetzt mit der Übertragung. Wie feine, silberne Fäden der Energie spinnt sich die Liebesenergie in einem Netz der Liebe und des Vertrauens von Lichtarbeiter zu Lichtarbeiter, verbindet
alles untereinander. Verbinde die Liebe und das Vertrauen. Lass dich verstehen, dass jede Mauer, die fällt, dir eine Tür öffnet in die Freiheit, in die Grenzenlosigkeit, in die Grenzenlosigkeit der bedingungslosen Liebe, welche für alle da ist. Jede Mauer, die fällt, öffnet die Türe in die Wirklichkeit allen Seins, die Türe in die göttliche Ordnung. Unvorstellbar schön, weitaus alles übertreffend, was dein Verstand begreifen kann. Alle Engel erwarten dich. Alle in der geistigen Welt sind vorbereitet, um das Fest deines Lebens zu feiern, um dich zu lieben ohne Ende, um dich fühlen zu lassen, was es bedeutet, von einem Engel geliebt zu werden. Fühle, wie ich vibriere, spüre meine Nähe. Und nun, mein lieber Lichtarbeiter, möchte Uriel dich bitten, lasse diese Liebe, welche du in deinem Herzen empfindest, in das Gitternetz von Lady Gaia einfließen. Lasse Lady Gaia fühlen, was du fühlst. Lass sie spüren, was es bedeutet, den letzten Schritt zu tun. Den letzten Schritt, welcher uns alle wieder vereinen wird und wir uns als Brüder und Schwester erkennen. Und so öffne dein Herz und sende das, was du von mir bekommen hast, jetzt zu Lady Gaia. Sende die Farben der Liebe, die Töne der Liebe und die Energie der bedingungslosen Liebe in dieses Gitternetz. Und in diesem Moment wird jeder Vulkan, jede Mauer, jedes Zeitalter mit dieser Energie überschüttet. Und du, mein lieber Lichtarbeiter, du dienst dem Großen und Ganzen in diesem Moment bedingungslos. Die 36 hohen Räte des Lichtes haben sich versammelt, stehen im Kreise und heben die Schwingung noch einmal auf eine höhere Ebene an, bringen all das, was du jetzt gerade tust, noch einen Schritt näher zur Vollendung. Und ganz tief in deinem Herzen weißt du, dass es genau das ist, nach dem sich deine Seele sehnt. Und du weißt auch, dass du vertrauen darfst, dass die Angst eine Illusion ist. Und
Und wenn du jetzt die 36 hohen Räte sehen könntest, würdest du erkennen, welche Freude sich in ihren Gesichtern zeigt. Du würdest sehen, wie einige tanzen und wie manche schweben. Es ist eine wahrlich lustige Gesellschaft, denn die Vorfreude, dich in die Arme nehmen zu dürfen, ist jetzt kaum mehr zu halten. Und Buddha sagt zu mir, schau nur, das ist die Glückseligkeit, welche gerade schwingt. Samuel sagt, schau nur, das ist die Herzensöffnung, welche jetzt geschieht. Erzengel Michael sagt, schau nur, das ist Excalibur, was jetzt leuchtet. Und Merlin sagt, schau nur, das ist die Magie. Engel Raphael sagt, Heilung auf allen Ebenen. Jeder der 36 hohen Räte hat ein besonderes Wort der Liebe für dich. Und jeder weiß, wie schön es wird, wie schön es werden wird. Und jeder Schauer, der durch deinen Körper rieselt, ist ein Zeichen der Verbindung und der Liebe und des Vertrauens. Und so sagt Engel Uriel, geliebtes Menschenkind, bald werden wir uns wiedersehen. Und ich sende dir meine tiefe Liebe mit den Worten der Elohim, Ani Ohevet Otrach, An Anashah.